So, willkommen zu der neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar war ich letztens im Kaufland, wo wir die Robs Chips gesehen haben. Wir haben aber auch andere Sachen gesehen. Die fand ich nämlich richtig genial. Ich weiß nur gerade gar nicht mehr, was das ist. Niederländische Chips von einer komischen Firma. Ich versuche mal hier. Ich zeige euch erstmal hier die Packung, ne? Das ist eine Packung, die ist hell. Das ist eine Packung, die ist grün. Guckt euch die mal an. Das sind zwei Packungen, die können wir fürs Thumbnail nehmen, wenn ich mal kurz stillhalte oder so. Das ist ein Thumbnail für die Packung. Und was ist das? Ich habe keine Ahnung. Das sieht auf jeden Fall sehr komisch aus. Wenn wir das mal rumdrehen und mal hier versuchen zu lesen, steht hier nämlich Hanfeket Bakum Parsen. Potatisort Lady Claire. Ah. Chips Mestare Hussein Abadalessis. Odlare Gredelunds Landbruck. Acker. Und dann stehen da Koordinaten. Also, wenn ihr das seht und entschlüsseln könnt, ihr könnt ja mal die Koordinaten eingeben und dahin spoofen. 55.88231. 14.04211, vielleicht sind das auch keine Koordinaten, ich weiß nicht. Und Best Führer 14.821, 10.36 Uhr. Ich habe sogar eine Zeitangabe, bis zu welcher Uhrzeit das verzehrt werden muss. Hier steht dann noch Hallensk Handwerk, also holländisches Handwerk. Crispiger und Delikada Potatischips von Garchips. Garchips Grundat 1994. Dill mit Parmesan. Also Dill und Parmesan-Chips klingt auf jeden Fall gut. Filia Parmesan. Und ansonsten den Rest kann ich sowieso nicht lesen, was da alles ist. Es ist auf jeden Fall alles sehr verworren. Cremig Parmesan. Och Süling Dill in Perfekt am Flamning. Ist das auch Deutsch? Ach so, Kartoffelchips, Dill und Parmesan. Gut, Rest ist uninteressant. Und wir wollen noch einmal hier oben Varier Chips, Iden Herr Pasanskas, Magabra, derfür wie extra umsorgs Fula mit Detaliana, Seher prima Potatis, Til Crispiger Chips. Und dann erstens, zweitens, drittens, dann hier noch ein Code. Willkommen, Hemtila, Scanner, QR-Coden. Also, auch natürlich zum Abscannen. Wir haben, wie gesagt, aber nicht nur Dill und Parmesan, wir haben auch Trüffel. Also, hier steht da Trüffeli, also Trüffelchips. Trüffelchips von Garchips. Auch hier natürlich wieder, müssen wir mal vergleichen, die zwei Daten. Potatisor, Lady Claire und hier ist es Arsenal. Chips Mestare ist Hussein Abdalessiz und hier Bekim Camberi. Odlare, Grete Lunsland-Bruck und hier Lars Hansen. Ne? Der Lars Hansen, wer kennt ihn nicht? Ihr habt auch wieder Acker. Da seht ihr natürlich nochmal die Koordinaten bei diesen Chips, die da auch irgendwie dabei stehen. Und Best Före 6.7.21. Das heißt, die müssen eher weg. Das heißt, wir machen die auch eher auf. Es ist auf jeden Fall alles sehr verworren, gibt es im Kaufland. Und wir machen jetzt zuerst mal die Trüffelchips auf. Ignorieren alles, was hinten steht. Riechen chipsig. Ah, die willst du da wieder reingreifen. Willst du mal eins rausholen? Trau dich, rein mit der Hand, los, 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 schnell! Schnell, Adi, da rein, Adi! Oder tu den Kopf rein, genau. Adi, was machst du denn? Du musst doch hier rankommen. Guck mal, da ist doch schon eins vorne dran. So. Adi hat sich eins mitgenommen. Adi probiert mal und wir probieren auch mal. Trüffelchips von Semerecute Pro Gard irgendwas. Es ist kein Französisch. Warum betonst du das so? Bäh. Die schmecken ja richtig muffig. Richtig nach alten, vergammelten.
Also das ist bestimmt eine Delikatesse, ja. Erstmal muss ich sagen, ich glaube, da ist noch Schale drum. Ganz klein sieht man nämlich so einen braunen Rand. Das ist wie eine Schale. Die sind schön knusprig, die sind schön soft und klein. Das finde ich ja sehr gut. Eigentlich mag ich immer dicke Chips und nicht so dünne. Obwohl die dünn sind, sind die heftig knusprig und machen einfach einen sehr guten Eindruck. Aber der Geschmack. Erstmal habt ihr was komplett Salziges. Und dann irgendwas richtig Muffiges. Gut. Ich glaube, je mehr man davon isst, desto mehr kann man sich dran gewöhnen. Also, es schmeckt auf jeden Fall immer besser von Hand zu Hand. Ich habe noch nie Trüffel gegessen, Trüffel probiert. Wenn ihr wisst, wie Trüffel schmecken, schreibt mal den Geschmack von Trüffel rein. War im ersten Moment halt wirklich ein bisschen muffig, wie verdörrtes Tier, aber je mehr ihr esst, dieses Kartoffelige kommt dann durch, dieser muffige, verdörrte Tiergeschmack geht weg. Dann habt ihr was Salziges dabei, dann sind das richtig schön knusprige Kartoffelchips, leicht gesalzen, aber richtig gut gebacken und ja, der Kadavergeschmack geht wie gesagt weg. Jetzt riechen wir mal hier rein. Adi, Hand. Adi, Hand. Ich glaube, der Adi hat Angst. Nee, der Adi, er greift rein und er holt sich einen raus und er haut ab mit dem Chip. Die riechen auf jeden Fall komplett nach Dill. Mal gucken, ob sie jetzt auch noch käsig schmecken. Der ist auch schön groß. Alter Schweizer, alter Holländer. Die schmecken mir tausendmal besser als die ersten. Gleich der erste Eindruck. Diese schöne Dillnote, wie wenn ihr schönen Fisch esst mit Dillsoße. Und dann diese Käsebrise, die hinterherkommt, einmalig. Gleichzeitig mit diesem extrem crunchy, knusprigen und der Schale, die da immer noch drumherum ist. Also die kann ich empfehlen. Die schmecken gut, die haue ich mir rein. Gucken heute, ob irgendwas Interessantes kommt. Röstling. Ne, heute nicht. Immer noch die Frage natürlich, habt ihr schon mal Trüffel probiert? Wie schmecken Trüffel? Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, nach einer Zeit geht das aber. Aber wenn ihr wirklich die Auswahl hattet, wenn ihr eine von beiden Sorten nehmen müsstet, probiert Dill Parmesan. Richtig gute Sorte, richtig guter Geschmack, schmeckt auf jeden Fall, kann man mitnehmen. Trüffel muss man nicht, außer man ist sehr speziell unterwegs mit Monokel und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, vorhaut euer Ramses. Und habt ihr schon mal was von der Firma gehört, ja, die diese Gar-Chips anbietet? Diese komische holländische. Mir verwende ich komplett Ramses Firma. Schreibt es mal in die Kommentare. Peace out, vorhaut.